Ja, guten Tag, mein Name ist Götz Ulrich, ich bin Landrat im Burgenlandkreis, aber darum geht es jetzt gar nicht, sondern es geht um das, was nicht mehr auf dem Blech ist. Das ist nämlich ein Stollen gewesen, oder es waren zwei, die ich jedes Jahr backe nach einem alten Rezept meiner Oma, das ich noch etwas verändert und verfeinert habe. Ein Rezept, das über viele Jahre wichtig war, weil wir unsere Verwandten in Nordrhein-Westfalen, in Unna und in Selm mit diesem Stollen bedacht haben. Und im Gegenzug gab es tolle Westpakete. Aber heute ist es so, dass ich den Stollen backe, weil ich damit auch Menschen eine Freude machen möchte. Und heute sind wir hier gewesen, um diejenigen, die als ehrenamtliche Flüchtlingshelferinnen und Helfer im Burgenlandkreis unterstützen, bei der Weihnachtsfeier zu begleiten. Der Stollen wird gebacken in Schleberoda. Das ist ein Dorf in der Nähe von Freiburg. Und da gibt es ein altes Backhaus. Und in diesem Backhaus darf ich jedes Jahr 6 Stollen backen und dabei sein, wenn mein Teig, den ich mitbringe, dann dort im Ofen zu einem schönen Stollen heranreift. 2 dieser Stollen sind heute hier über den Tisch gegangen und das sind leider nur noch die Reste. Wer Interesse an diesem Stollen hat, der schreibe mir bitte einfach eine E-Mail-Adresse, also nicht an dem Stollen, sondern an dem Rezept, an info@götzulrich.de und dann schicke ich das Rezept gerne weiter.